Freunde, heute ist es wieder an der Zeit. 100.000 FC-Points entscheiden mein Foot-Birthday EAFC 24 Team. Und heute wird wieder Packluck ausgepackt, denn es gibt Pelé Foot Birthday Icon. Außerdem haben wir wieder andere Karten wie Neymar, Eis in den Packs und krasse andere Karten. Wir wollen einfach Packluck haben. So viel kann ich sagen. Packluck ist heute das Ziel. Deswegen lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weiterhin diese Pack-Openings sehen wollt, die sind immer sehr teuer, Freunde. Ich gebe hier mal sehr viel Geld aus, um Content zu machen. 5555 Likes wären auf jeden Fall köstlich-schmöchtlich. Das zeigt, dass ihr supportet. Lasst ein Abo da, Freunde. Abonnieren ist kostenlos. 60% meiner Zuschauer keine Abonnenten. Und mehr will ich gar nicht sagen. Viel Spaß mit dem Video. Pack Luck. So, wir gehen rein. Es ist gerade noch Team 1. In einer halben Stunde kommt Team 2. 750k Packs, 450k Packs, 700k Packs. Wir starten mit einem 600k Pack. Ja! Nein! Nicht Lavelle schon wieder. Nicht Lavelle. Sie ist in jedem Pack. Aber wer ist dahinter? Wer ist dahinter? Junge! Immer Lavelle und Lavelle! Das habe ich jedes Mal! In jedem Pack ist Lavelle und Lavelle drinne. Okay, beim letzten Mal war Lavelle und dann Son drinne. Das war geil. Aber das hier ist Quatsch, das hatte ich schon mal. Bruh. 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 Salah! Nein! Salah ist in 30 Minuten Foot Birthday. Hätten wir ihn 30 Minuten später gezogen, hätten wir ihn als Foot Birthday gezogen. Oh mein Gott, was ein Bruch. Was ein Bruch, Chat. Freunde, ich habe vielleicht etwas Cooles für euch. Ich wollte euch nämlich auf eine coole Aktion von HoYoVerse aufmerksam machen. Ihr könnt euch nämlich jetzt für die letzte Beta-Phase des neuen Spiels Zenless Zone Zero anmelden, die am 17. März begonnen hat. So habt ihr die Chance, das Spiel als einer der ersten zu zocken und dann auch euer Feedback dem Verlag zu geben, was die noch verbessern sollen oder auch nicht. Das Spiel ist ein Urban Fantasy Action RPG und wird es für PS5, PC und eure Smartphones geben. Also ihr könnt auf jedem Gerät zocken. Die Spielgrafik hat einen einzigartigen Stil, Freunde. Sie hat Anime und Urban Vibes und der Soundtrack ist wirklich richtig episch. Und die Mechanik des Spiels ist perfekt angepasst. Der Kampf ist extrem flüssig. Es macht wirklich sehr viel Spaß und ist interaktiv. Und obwohl es eigentlich einfach zu zocken ist, ist es relativ schwer, alle Angriffe zu blocken und ihn auszuweichen. Also kann es auch gleichzeitig recht anspruchsvoll sein. Das bedeutet, Neulinge werden sehr viel Spaß haben und Hardcore-Spieler werden schwierig haben, die heftigsten Bosse zu besiegen. Also das Spiel ist für jeden. Die Leute, die das suchten und die Leute, die einfach nur mal reinschauen wollen. Ihr seht es vielleicht schon am Gameplay im Hintergrund. ZZZ spielt in einer Zeit der nahen Zukunft, in der sich eine mysteriöse Naturkatastrophe namens Hollows ereignet hat. Und du spielst eine aktive Rolle zwischen der Naturkatastrophe und letzten Stadt der Welt. New Eridu. Ja, Freunde, ich glaube, viele von euch haben jetzt Bock bekommen. Ihr könnt über den Link in der Videobeschreibung teilnehmen und könnt das Spiel vor allen anderen spielen und vielleicht sogar schnell der Beste werden. Denkt dran, die Umfrage auszufüllen, um an der Beta teilzunehmen. Und sobald ihr alles korrekt ausgefüllt habt, werdet ihr genau das sehen. Link in der Beschreibung. Viel Spaß, Freunde. Downloadet das Spiel, ist kostenlos. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Video. Let's go! Okay, dann ist unser erster Spieler aus dem 600k Pack Felipe Anderson, würde ich sagen. Nehmen wir mit. Packen wir ein, machen wir fertig. Felipe Anderson ist heute unser El Capitano. Kapitänsbindel kriegt er von mir. Junge, 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 bevor wir jetzt dieses 750k Pack hier ziehen, ziehen wir dieses 700k Pack. Was sind das überhaupt für Packs? Ich check das nicht. Hier ist garantiert ein Foot Birthday drin. Zu 19% der Foot Birthday Icon. 50 84 Plus Spieler und davon 7 mit 87 Plus. 4000! 4000 FC Points, Freunde! 4000! Digga! Digga! Digga, was? Serlot! Und wer noch? Dreh dich, Junge! Schneller! Nicht wieder Lavelle! Rohr! Bro! Das ist nicht gut. Eine Icon dahinter. Stach ist noch drin. Stach ist noch drin. Informs sind gut, Freunde, weil die immer 30 bis 40k wert sind. Ruben Dias ist dabei. Rohr. Serlo, Savage und hinten noch ein Icon, Rafinha. 4000 FC Points, so genommen. Entweder tun wir Rohr oder Serlot ins Team. Und ich glaube, der hat Powershot Plus, oder? Ist das richtig? Hat der Powershot Plus? Er hat Lupfer Plus und in der Luft Plus. Iiii, dann nehme ich safe lieber sie mit, so ein Ding. Digga, was ist denn das für
Spielstile Plus, wie Müll. Okay, warte, bevor wir 750k-Pack öffnen, jetzt nochmal das 450k-Pack. Ich will es jetzt nochmal wissen. Ja, so. Frankreich! Rechtsflügel! Wer bist du? Wen zieh ich? Nein! Ich dachte, das ist direkt ein Footburster, irgendwie so Dembélé oder so, dachte ich. Auf einmal, keine Ahnung, random Dembélé oder so. Und wieder Sirlot. Ah, Virgil van Dijk, Kanté, Gioro. Was ist noch drin? Boah, wieder Palinha Stach. Wie viele Footburster-Karten ich ziehe, ist unglaublich, ne? Okay, da ist, glaube ich, klar, was wir machen. Cristiano Ronaldo war da auch noch drin. Da gibt es ein saftiges. Und wir upgraden Van Dijk, Virgil. Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Er wird geupgradet auf seine Winter Wildcard, weil die Totti-Card immer noch extinct ist, 15 Millionen wert ist. Deswegen immer noch der Winter Wildcard, aber passt. Freunde, wir öffnen jetzt das größte Pack, was es jemals gab in der FIFA-Geschichte. 750.000 Coins, 5.000 FC-Points. Was ist das? Mit einer garantierten Event-Icon. Also Footburster-Icon garantiert und 20 85 Plus Spielern. Drei davon sind 89 Plus. Ey, sowas gab's vorher noch nie. Sowas gab's vorher noch nie. Und genau aus diesem Grund gab es dieses Pack auch vorher noch nie. Denn heute gibt es das Debüt. Das Debüt. Heute Debüt. King Pack. King Pack Debüt. King Pack Debüt. Die Krone sitzt. Die Krone sitzt, Freunde. Die Krone sitzt. Hä? Wo ist mein Icon? Wo ist mein Icon? Wo ist mein Icon? Da ist so eine garantierte Icon drin. Pulisic. 30k. Wo ist mein Icon? Bergkamp. Oh, 200k. Digga. Wieso Bergkamp? Gib doch einfach Henri oder so. Hullet. Ist doch nicht zu viel verlangt. Der ist auch Holländer, der Hullet. Schade, die Krone mal ganz schnell wieder abnehmen. Aber ganz, ganz schnell hat niemand gesehen, dass ich die aufgesetzt habe, okay? Das war nicht das Debüt, was wir sehen wollten. Nee, nee, nee. Das war's nicht. So, unsere erste Icon von Birthday Icon für heute kommt rein. Solange das nicht die letzte bleibt, ist das ja alles noch okay, ne? Guck mal, im ersten Pack hatte ich Keane davon. Und im zweiten Bergkamp. Wo ist der überhaupt? Der wird ja gar nicht angezeigt. Warte, neueste Objekte. Da müsste der doch kommen. Ah, der kann nur ZOM oder was? ZOM, MS und ST. Ah, so ein Ding. Wir gehen rein in ein weiteres Chatpack. So, ich bin auf Ja. Bildschirm aus. 350k-Pack. Bitte, Chat, zieht mir was. Zieht mir was. Einfach so ein richtig geilen Team 2 Foot Birthday. Oder so eine Icon. Oder eine geile Special Card. Keine Ahnung, Neymar Ice oder so. Den kann man ja auch wieder ziehen. Team of the Week. Inform. Pelé, Alisson? Alisson wäre gut, dann hätten wir schon mal einen Keeper. Gürkers! Was für Alisson? Dahinter, Alisson Gold. Ich dachte, der ist im Team of the Week, weil ihr Inform meintet. Okay. Pop ist da noch drin gewesen. Sergio Busquets. Ja, geht klar. Okay, ich bin der Meinung, ich habe eine Nkunku Winter Wildcard vor einiger Zeit gezogen und den könnten wir theoretisch upgraden. Wir gucken mal. Hier ist er. Er hat eigentlich relativ gute Stats. Er kommt fürs Erste hier ins Team. Was ist mit denen allen los? Achso, die habe ich alle in der SBC abgegeben. Muss ich nochmal neu rauf tun auf die Bank. Warte kurz. Salah oder Pelé jetzt. Salah oder Pelé jetzt. Icon. Icon. Real Talk sogar Icon. Bitte. Ja, ich habe lange nicht mehr die Konfettikanone gezündet. Ich habe sie lange nicht mehr gezündet. Ich habe sie lange nicht mehr gezündet. Wir haben Icon Czech gezogen. Ich habe zwar auf eine Food Birthday Icon gehofft, aber Czech habe ich, glaube ich, nicht mehr. Und der ist tradable. Müll würde ich dazu nicht sagen. Tradable Czech, super. Gibt auf jeden Fall ein paar Coins und wir haben auf jeden Fall einen guten Torhüter heute. 150k, immerhin besser als nichts, sage ich. Sage ich, besser als nichts. Ey, wisst ihr, was ich ein bisschen traurig finde? Momentan, wenn man so eine Icon zieht, hat man nicht mehr das gleiche Feeling wie früher. Wisst ihr noch letztes Jahr oder vorletztes Jahr in den FIFA-Teilen, wie man sich gefreut hat, wo man eine Icon gezogen hat, weil es da diese ganzen krassen Packs, wo garantiert Icons drin sind, nicht gab? Da hätte man sich jetzt über Czech mies gefreut, weil man so selten diese Icon-Animation gesehen hat. Aber mittlerweile ist diese Animation nichts mehr Besonderes. Leider schade. Leider, leider sehr schade. Okay, hieraus will ich jetzt meinen ersten Foot Birthday Team 2 Spieler sehen. 587er, seid ihr diesen 400k-Pack drin? Ja, 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 ja. Unten, oben, unten, unten, oben. Ja, guck, verwirrt. Ich habe EA verwirrt und schon klappt es.
Und schon klappt es. Und schon klappt es. Wer wird unser erster Foot Birthday Team 2 Spieler? Raspadori. Mit noch einem. Mit noch einem. Hol das Lasso raus. Dreh dich. Oh, wer bist du? Reus. Marco Reus. 91 rated, 88 Tempo, 91 Schießen, 91 Passen, 92 Dribbling, 80 Physics. Was sind das für Stats? Wie clean, wie clean, wie clean. 3 Foot Birthday Karten. Reus, Raspadori, Kainz. Hinten vielleicht noch irgendwas. Schade. Ganz hinten vielleicht noch irgendwas. Schade, aber trotzdem gut. Der kostet 2 Millionen? Was labert ihr? 300.000 wird geboten, 1,5 Millionen ist da drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das erste kleine W des heutigen Streams ist da. Freunde, schaut mal, wie wir hier ein Pack haben. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Ich zeige euch kurz, was es bedeutet, was nämlich genau vor etwa einem Tag passiert ist. Schaut euch an, was gestern passiert ist. Okay, wollen wir reingehen? Ich bin ready, ich bin auf Ja. Schaut euch an. Ich habe den Zeigefinger, ich will wissen, was ich ziehe. Birthdays, da gibt's schon gute. Mach mal Countdown. 3, 2, 1, go. Schaut euch an, was gestern passiert ist, Freunde. 20% Chance auf eine Food Birthday Icon, by the way. Guckt euch das an. Guckt. Guckt. Lavelle. Oh, man darf ja nicht spoilern. Jetzt, an deiner Stelle würde ich sie auf jeden Fall nicht ins Team einbauen, weil das gibt's ja auch noch, dass man Gegner was wegsnipen kann. Oder du baust ein und denkst jetzt nicht. Ich konnte nicht glauben. Ich konnte nicht glauben. Und genau aus diesem Grund werden wir das Team jetzt upgraden und wir gehen in eine andere Formation. Richtig, wir gehen nämlich in die 4-4-2 Formation. Philipp Anderson LM, Nkunku rechter Stürmer. Und wer kommt hier rein? Richtig, unser First Owner Son, über 3 Millionen Coins. Krank, einfach gezogen. Das ist wirklich sehr, sehr krank. Das ist wirklich sehr, sehr krank. 600k Pack, coole Pack-Wahrscheinlichkeiten sind am Start. Guck mal hier, 94% Foot Birthday Spieler, 15% Icon Foot Birthday Spieler. Ich würde sagen, wir machen's. 3, 2, 1, let's go! Einhorn! Packlack-Einhorn! 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 Wer bist du? Kundananji? Ja? 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 Und da ist was hinter. Ich spür's. Ich spür's. Ich spür's! Raspadori zum zweiten Mal! Oh, Raspadori schon wieder! Wie Raspadori schon wieder? Gib, 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 gib. Benze? Kane? Testegen? Renate? Nein, das war's. Das war's wirklich. Das war wirklich das 600k-Pack. Nein. Okay, Philipp Anderson, du wirst auf jeden Fall ausgetauscht. Raspadori schon noch ein Stückchen besser als du, aber auch nicht viel besser. Ja, was soll ich sagen? Ist ein kleiner Bruch. Ist ein kleiner Bruch. Ist ein kleiner Bruch. Ist ein kleiner Bruch. Ich weiß die ganze Zeit nicht, was ich mit Bergkamp anfangen soll. Weil der kann nur ZOM, MS und ST. Ich glaube, vielleicht fliegt ein Kunku hier nochmal raus. Aber Bergkamp im Sturm ist auch nicht so das Wahre, ne? Was mache ich mit dem? Gibt es eine Formation, wo ich den zocken kann? Und die drei? 4-3-1-2, ne? Ne, dann kann ich die drei auch nicht zocken. Hä? Seid ihr ready für ein 88-Plus-Icon-Afro-Pick? Ich bin ready. Afro steht mir, oder? Die steht mir auch sehr gut. Und wir gehen rein in 3, 2, 1. Totti-Icon! Totti-Icon! Totti-Icon Sola! Ich wollte eine Totti-Icon sehen und ich ziehe eine Totti-Icon. Es ist Sola. Ich bin zufrieden, ich bin ehrlich. Ich bin real talk zufrieden, auch wenn er nicht der teuerste ist. Aber ich wollte sehen, ob man sie wirklich ziehen kann. Und man kann sie scheinbar wirklich ziehen. Jawoll, Junge. Sola, Rush und Sanchez. Afro-Pick ist back. Totti-Icon gezogen. Krank. Wir gucken uns nochmal gemeinsam an, was der Wert ist. Preisvergleich. 700. 700, 580. Ja. Ja, so 570 ist der Wert. 560, 570 ist der Wert. Schmeckt! Okay, Nkunku fliegt aus dem Team. Nkunku kommt hier auf die Reservebank. Junge, was habe ich schon alles für Spiele auf der Reservebank? Denn hier kommt jetzt eine Totti-Icon rein. Wie geil, ey. Sola, knapp 600k Wert. Pam, und der gibt direkt Chemie.
Natürlich gibt der Chemie, weil wir jetzt die dritte Icon schon haben. Bro, dieses 600k-Pack hat eine richtig heftige Packrate. 183 Plus-Spieler sind da drin. Guck mal, 86% Foot Birthday und 10% Foot Birthday Icon. Ich spam mal kurz ein paar davon. Ja, die 600k-Pack ist es, glaube ich. Belgien. Nein! Nein, das ist ein Prank. Das war ein Prank. Das war ein Prank. Nein, 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 nein. Das war ein Prank. Das war ein Prank. Ich weiß selbst nicht, wen ich da sehen wollte, aber ich dachte irgendwas Krasses. Ich dachte irgendwas Krasses. Kommt hier De Bruyne. Haaland! Und Ruben Dias um die Ecke. Also vom Rating her ist das verrückt. Der nächste Stürmer. Aber der oder die kann diesmal auch rechts Flügel. Da haben wir nämlich auch gerade noch jemanden auf Off-Chemie. Lavelle war da übrigens wieder drinne. Hinten vielleicht noch irgendwas? Nesta! Nesta und Joe Felix! Nesta von Birthday Icon wurde einfach nicht angezeigt! Was laberst du? 600k-Pack Lightning und OP! Nein! Und Joe Felix! Was ist das für ein Pack? 1 Million Coins! So schnell kann's gehen! So sehen Sieger aus! Ja! Junge, einfach Nesta! Und Joe Felix! Wie geil, Bruder! 300k und über 400k! Schmeckedi, schmeckedi, schmeckt, schmeckt! Wir haben neben Van Dijk einen übel kranken Spieler gezogen. Einfach Nesta von Birthday Icon! Wie geil! So aus dem Nichts, wurde nicht mal angezeigt, ist einfach dahinter. Ja, er hat diese Pack-Animation auch richtig verkackt, ne? Und wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist oder woran mich mein Chat erinnert hat? Wir haben doch vorhin Reus gezogen! Warum ist er nicht im Team? Ich habe einfach Reus vergessen. Marco, wenn du das hier siehst, tut mir leid. Ich habe dich nicht mit Absicht vergessen, okay? Ich habe dich nicht mit Absicht vergessen. Du kommst natürlich wieder ins Team. Aber wo tue ich dich hin? Ist jetzt auch die Frage. Du kannst auch nur MS, LF und ZOM. Genauso wie Bergkamp, genauso wie Son, genauso wie die anderen. Ich glaube, wir tun Reus hierhin? Nee, hierhin? Ich weiß es nicht. Wir haben zu viele Spiele auf Off-Chemie. Mann. Und Joao kann auch auf die Bank. Damit ist unsere Bank aber voll. Okay, Figo zählt nicht. Der kommt raus. So. Wir hatten wirklich im ersten 600k-Pack eine Icon, ne? Hey, wenn wir Back-to-Back-Icon ziehen, wäre verrückt. Und genau deswegen gehen wir rein in 3, 2, 1. Mit der Nase des Packlucks. Food Birthday. Wieder Belgien. Wieder De Bruyne. Nein, Déjà-vu. 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 Das kann knallen. Das kann knallen. Das kann knallen. Foden! 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 Oh, er sagt, sei ruhig. Er sagt, sei ruhig. Er sagt, sei ruhig. Da ist sogar noch was hinter. Er sagt, psch, psch, das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Bro, Foden ist richtig krass. Boah. Die 600k-Packs sind's. 1,8 Mio. Nachdem wir Son gezogen haben, der 3 Mio wert ist. Jetzt Foden, der 1,8 Mio wert ist. 1,3 wird gerade auf den geboten. Pack, Luck, Wakes. Pack, Luck, Wakes. Und hinten noch eine Icon. Hinten noch eine Icon, wie eben. Wie eben. Wie eben. Nein, nein, diesmal keine Icon. Egal, selbst ein Foden reicht mir. Ich glaube, wir haben jetzt unser Pack gefunden, was wir heute auf jeden Fall spammen werden. Da haben wir jetzt 2 Packs von gezogen und 2-mal Packluck gehabt. Foden, bist du wahnsinnig? Und der kann jetzt auch Rechtsflügel. Deswegen machen wir das jetzt so, zack, und dann so, zack. Sehr stark. Foden rechts, Son links, Sola und Bergkamp im Sturm. Dann haben wir hier Reus. Ja. Und auf der Linksverteidigerposition kommt gleich einer rein, den wir die ganze Zeit machen während den Packs. Wir bleiben bei den 600k-Packs, Freunde. Wir bleiben bei den 600k-Packs. Icon! Holland! Cruyff! Johan! Johan! Nein, das ist nicht Johan! Danjuma! Wer ist die Icon? Wer ist die Icon hinter Danjuma? Aber auch Danjuma ist wieder crazy. Wer ist das? Gerard, unsere zweite normale Icon für dieses Pack-Opening. Vorhin Tschech, jetzt Gerard. Aber Danjuma? Danjuma ist, glaube ich, strong. 200, 300k? Gerard 100k? Ja, juckt. Und sonst? Und sonst? Und sonst? Wieder Joao, Spinazzola. Hatte ich beide schon.
Na gut. Na gut. 600 Capex werden heute auseinandergenommen. Und ihr seht auch warum. Der Verein wird voll gemacht. Der Verein wird voll gemacht. Jordi Alba. Wir haben gleich das gesamte Food Birthday Team gezogen. Jordi Alba mit Mapi Leon zusammen. Sind die zusammen? Sind die ein Paar? Mapi Leon und Jordi Alba oder was? Junge, was? Vier Stück? Vier Stück in einem Pack, ist das krank. Plus David Raum. Alter, krass. Das war krass. Ey, das ist komplett krass. Wir haben viel zu viele Spieler gezogen heute. Und wir haben immer noch FIFA-Points. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen ganzen Spielern machen soll. Mapi Leon schafft es nicht mal ins Team. Jordi Alba wahrscheinlich auch nicht. Der wird auch noch rausfliegen. Das ist komplett krank. Also wir haben so viele Spieler schon gezogen, dass ich die nicht mal alle reinstellen kann. Ey, mein Verein ist so voll, ne? Mein Verein ist so verdammt voll. Hilfe, hier ist sie. Hier ist sie, hier ist sie, hier ist sie. Sie kommt aber hier ein bisschen so nach vorne. Das ist zu viel des Guten. Das ist zu viel des Guten. Das ist zu viel des Guten. In Form? Wie in Form? Aus dem 600k-Pack. Vitinha 88. Mit dem. Da ist noch ein Inform. Ich glaube, das ist ein Back-to-Back-Inform. Einfach zwei Informs in einem Pack. Valverde, Dos Santos, De Vantos, De Mantos. Hä? 90er Inform Valverde. Preisvergleich. Ja, passt. 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 Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Hä? Hatte ich noch nicht. Ist doch gut, Chat. Irgendjemand fliegt hier raus für Valverde. Wer fliegt hier raus für Valverde? Wer fliegt raus? Du fliegst raus. Ich habe dich viel zu oft gezogen. Du nervst. Sorry, aber du fliegst raus. So, Valverdos, willkommen in La Club. Willkommen in La Club. Was mache ich mit Reus aber? Und da ist der Nächste. Ich guck nicht mal hin. Ich guck nicht mal hin. Guckt einfach selbst, wen ich gezogen habe, Freunde. Guckt einfach selbst, wen ich gezogen habe. Es ist krass, oder? Es ist Danjuma. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Das 19. Mal. Und Jordi Alba habe ich jetzt auch schon dreimal gezogen. Bringt auch nichts mehr. Bro, jetzt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Raspadori. Jetzt reicht's. Nein, 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 ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr 600 Capex. Jetzt sehe ich echt nur noch die gleichen. Hilfe. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen in diesen 600 Capex. Ich weiß nicht warum. Ich wollte die gar nicht mehr ziehen, aber ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Und wieder ist es Raspadori. Wir haben jetzt übrigens schon über 40 Food Birthday Karten gezogen. Es geht weiter. Es geht weiter mit Raspadori und Danjuma. Es sind immer dieselben zwei. Immer in der... Yo, Putejas. Putejas, Son. Yo. 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 Wir sind fertig. Wir sind fertig. Wir haben einen der besten LVs aller Zeiten abgeschlossen. Roberto Carlos Food Birthday Icon. Guckt ihn euch an. Brasil. Samba-Tänzer. Ein Schuss wie kein zweiter, Digga. Also mit ihm werden wir auf jeden Fall den Pfosten kaputt schießen. Roberto Carlos ist da. Okay, Jordi Alba, es tut mir leid, aber du fliegst auch aus dem Team. Du gehst aber auf die Bank. Stach fliegt komplett raus aus dem Kader. Aus dem gesamten Kader ist schon hart eigentlich. Aber wenn man ihn hier hat, dann spielt er auch. Und wenn er noch Shadow drauf bekommt, dann ist er noch besser. Und was bekommt er? Natürlich Shadow. So nämlich. So, 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 so. Freunde, das ist das fertige Team. Ich kann noch Reus raustun und gegen Valverde oder so tauschen, damit wir ein bisschen mehr Chemie noch haben. Aber ey, dass wir Reus gezogen haben, dass wir Mapi Leon gezogen haben, ne? Ich zeige euch nochmal kurz die Preise. Ist schon sehr verrückt. Reus 500.000. Mapi Leon knapp 500.000. Wir haben Son gezogen, wir haben Foden gezogen. Der weiß nicht, wie viel wert ist. 1,8 Millionen. Lasst ein Like da. Lasst ein kostenloses Abo da, Freunde, um nichts mehr zu verpassen. Wir haben sogar noch hier Rechtsverteidiger. Dann haben wir 31 Chemie, wenn wir Raspadori auf die Bank tun. Pulisic ist auch am Start. Jordi Alba. Wir haben das gesamte Food Birthday Team 2 gefühlt gezogen. Nur Pelé hat gefehlt. Wir werden abonnieren nicht vergessen. Das waren FIFA Points. Entscheiden das Team. Peace.